Sie haben die Nase voll. In der Lagune von Venedig setzen Einheimische ein Zeichen gegen den Massentourismus. Mit ihren kleinen Gondeln stellen sie sich dem riesigen Kreuzfahrtdampfer in den Weg. Provokation statt Gastfreundlichkeit. Und mit der nehmen es manche Venezianer schon länger nicht mehr so genau. Zu groß ist der Ärger über die Touristenmassen. Besonders die Kreuzfahrtschiffe, die mit ihren zehntausenden Passagieren täglich Station in Venedig machen, sind den Demonstranten ein Dorn im Auge. Sie zerstören diese Stadt. Dabei ist sie einzigartig, weltweit einzigartig. Es ist nicht das erste Mal, dass Einwohner Venedigs gegen Besucher ihrer Stadt aufbegehren. Diese Bilder zeigen Proteste vor gut zwei Wochen. Die Behörden suchen bereits nach Wegen, um die Touristenströme besser zu lenken. Für die demonstrierenden Venezianer sicherlich nur ein kleiner Trost.